Hier sind 11 Minecraft-Tricks, die so gut sind, dass sie sich verboten anfühlen, aber zu 100% funktionieren. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, bevor es noch von Minecraft gebannt wird. Nummer 1. Als erstes bauen wir uns eine Armbrust, die absolut OP ist und mit der ihr übertrieben viel Damage macht. Und ja, diese Armbrust funktioniert auch im Survival-Mode. Dafür machen wir uns als erstes mit Schwarzpulver, Federn und einem Farbstoff eurer Wahl einen Feuerwerkstern. Der führt zu einer Explosion in eurer Wunschfarbe. Davon macht ihr am besten eine ganze Menge. Wenn ihr das getan habt, baut ihr noch die Feuerwerksraketen. Aber stattet sie zusätzlich noch mit den zuvor gemachten Feuerwerksternen aus. Und zwar in wirklich jedem einzelnen Slot. Im Grunde habt ihr jetzt eine ganz normale Rakete, die mit extrem viel explosiven Sprengstoff ausgestattet ist. Seid ihr bereit? Denn jetzt müssen wir uns nur noch unsere Beute suchen, das Feuerwerk auf die zweite Hand legen, die Armbrust laden und dann können wir auch schon schießen. Bäm, wenn das mal keine mega krasse OP-Armbrust in Minecraft ist. Aber was? Schaut mal, Leute, eine Kuh hat sogar überlebt. Sie muss die Auserwählte sein. Ups, oder doch nicht? Okay, das war gemein. Sorry, Kuh. Nummer 2. Bei unserem nächsten Trick lassen wir Wasser wortwörtlich in der Luft schweben. Entschuldigung, ich sagte das Wasser. Oh Mann, was passiert denn jetzt? Lasst alle schnell ein Abo da, damit ich wieder runterkomme. Wow! Oh Mann, ey, das hat geklappt. Danke, Leute. Aber jetzt wird's spannend. Wir brauchen für das schwebende Wasser Sticky Pistons, Schleimblöcke, Redstone-Blöcke und einen Eimer Wasser. Den ersten Piston setzen wir hier hin und daneben einen Redstone-Block. Der zweite Piston kommt hier hin und der dritte dort auf dem Block. Jetzt habt ihr so ein komisches Redstone-Sticky-Piston-Dingsbums. Der nächste Redstone-Block kommt hier hin und darauf und daneben jeweils ein weiterer Sticky-Piston. Dann kommen die ersten Schleimblöcke hier und hier hin, die nächsten hier auf die Kolben, in die Ecke auch nochmal zwei Stück und am Ende nochmal zwei hier hin. Oh Mann, ey, das sieht irgendwie nach einer echten Wacken-Redstone-Maschine aus. Aber passt auf, denn wir sind schon fast fertig und gleich haben wir schwebendes Wasser geschaffen. Das Wasser kommt jetzt hier in die Mitte und dann könnt ihr nacheinander alles abbauen. Okay, wir fangen mal langsam an. Alles klar, das Wasser fließt schon mal nicht ab. Okay, wir machen einfach mal weiter. Und tatsächlich, am Ende bleibt wirklich nur noch dieser einzelne schwebende Wasserblock in der Luft übrig. Leute, wie krass ist das bitte? Mit diesem Trick könnt ihr eure Freunde auf jeden Fall überraschen. Nummer 3. Der Legende nach treibt Herobrine bis heute sein Unwesen in Minecraft. Aber jetzt geht's erstmal um einen coolen Trick, den ihr in 6 Schritten an einem Webstuhl hinbekommt. Als erstes nehmt ihr ein weißes Banner und färbt es schwarz mit diesem Muster, wodurch das linke Drittel schwarz wird. In Schritt 2 nehmt ihr die schwarze Farbe und färbt das rechte Drittel des Banners ein. Anschließend färbt ihr das Banner am oberen Drittel schwarz und in Schritt 4 das untere Drittel. Dann solltet ihr quasi ein kleines weißes Viereck in der Mitte des Banners haben. Im 5. Schritt kommt dann noch ein schwarzer Kreis in die Mitte und bäm! Ich glaube, man erkennt's schon. Im 6. und letzten Schritt kommt das schwarze Dreieck unten als Muster noch aufs Banner. Und fertig ist unser Herobrine-Banner. Das sieht doch mega aus. Ich wette mit euch, damit könnt ihr euren Freunden nachts einen Streich spielen. Wir platzieren das mal hier im Dorf und pranken die Villager. Entschuldigung, jemand da? Oh, sie schlafen ja schon. Ich wollte nur sagen, dass Herobrine wieder aufgetaucht ist. Nummer 4. Wenn wir genug Weizen oder Samen in einen Komposter tun, bekommen wir Knochenmehl daraus. Das geht allerdings auch mit Pilzlicht. Wenn ihr davon genug in den Komposter tut, bekommt ihr nämlich auch Knochenmehl. Damit ist das Pilzlicht der einzige Block, der in den Komposter passt. Das würde man jetzt nicht unbedingt denken, wenn man die beiden Blöcke so nebeneinander sieht. Wenn ihr also das nächste Mal im Nether seid, denkt dran, genug Pilzlichter einzusammeln. Mit dieser Methode bekommt ihr dadurch im Nu so viel Knochenmehl, wie ihr wollt. Nummer 5. Ihr könnt euch mit ein paar Tricks eine echte Schaukel in Minecraft bauen und ich zeige euch wie. Dafür bauen wir uns 4 Blöcke mit einem Zaun hoch und machen das mit 3 Blöcken Abstand nochmal auf der anderen Seite. Dann verbindet ihr die Zäune oben so miteinander. Unten grabt ihr euch von der Mitte aus jeweils 2 Blöcke in jede Richtung. Grabt mittig nochmal 3 Blöcke aus und setzt in die Mitte einen Redstone-Block. So sollte das Ganze dann aussehen. Anschließend setzt ihr 5 Antriebsschienen hier hin und nehmt euch einen Faden, den ihr hier hinsetzt. Man muss genau hinschauen, aber dann sieht man ihn auch. Jetzt könnt ihr eine Lore aufstellen und durch die Antriebsschienen wird diese hin und her fahren. Dann braucht ihr einen Schreiter. Den setzt ihr in die Lore, setzt ihm einen
Sattel auf und schon könnt ihr euch auf ihn draufsetzen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Mit weiteren Fäden hier und hier könnt ihr dann das Loch mit Teppichen füllen, indem ihr die auf die Fäden setzt. Ihr müsst nur aufs Timing achten, damit ihr nicht aus Versehen auf den Schreiter klickt. Super, jetzt fehlen uns noch die Seile links und rechts, die dann die Schaukel halten sollen. Hierfür grabt ihr euch erst auf der einen Seite einen Block zwischen Schienen und Zaun drei Blöcke runter, platziert eine Stufe, nehmt ein Kaninchen, hallo Kaninchen, und leint das am entgegengesetzten oberen Zaunstück an und probiert es dann mit einer weiteren Stufe und einem Grasblock oben einzusperren. Auf der anderen Seite macht ihr genau das gleiche, leint das Kaninchen an und macht alles wieder zu, damit es auch ja nicht abhauen kann. Das sieht doch schon mega aus. Jetzt müssen wir den Schreiter nur noch verschwinden lassen. Dafür nutzen wir zum Beispiel den Wurftrank der Unsichtbarkeit und zack, schon ist der Schreiter verschwunden und die Illusion perfekt. Falls ihr die Bläschen weghaben wollt, können wir den Schreiter auch mit einer anderen Variante unsichtbar machen. Die funktioniert dann allerdings nicht im Survival Mode. Dafür braucht ihr einen Comment Block, den wir hier hinsetzen und diesen Befehl hier eingeben. Top! Jetzt ist der Schreiter ebenfalls verschwunden und ihr könnt euch ganz easy auf eure Schaukel setzen. Ich wette, eure Freunde werden staunen, wenn sie das sehen. Nummer 6. Wie wir wissen, kann man verzauberte Bücher normalerweise nicht stacken, egal ob unterschiedliche oder welche mit der gleichen Verzauberung. Auch an einem Schleifstein hat man keine Chance, sie irgendwie zu stapeln. Huch, jetzt ist sogar eins draus geworden. Doch es gibt eine Möglichkeit, mit der das Ganze doch geht. Wenn ihr jetzt nämlich ein verzaubertes Buch mit einem Fluch nehmt, könnt ihr das auch erstmal nicht stacken. Es sei denn, ihr nutzt wieder den Schleifstein. Dort könnt ihr nämlich tatsächlich zwei Bücher zusammenlegen. Und mit Shift landen die sogar in eurem Inventar. Wenn ihr das euren Freunden zeigt, wird jeder denken, ihr cheatet. Nummer 7. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Na gut, wenn wir schon hier oben sind, zeige ich euch einen weiteren Trick. Dafür bauen wir uns zuerst so eine Fläche und platzieren hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Truhen. Perfekt. Wenn man euch jetzt sagen würde, ihr müsstet auf die andere Seite kommen, dürft aber nicht über die Truhen springen und auch nichts bauen. Was würdet ihr dann machen? Das geht besser. Wenn ihr beim Sneaken nämlich auf diesen kleinen Spalt schaut und euch dann nach vorne bewegt, huch, ist es tatsächlich möglich, hier drauf zu laufen. Schaut mal, wie knapp das ist. Aber ich kann hier tatsächlich noch stehen und sogar rennen. Ob das von Minecraft so gewollt ist? Nummer 8. Ihr seid gefangen und müsst auf die andere Seite des Lavabeckens kommen und dürft keine Blöcke abbauen. Was tut ihr? A. Ihr nutzt dafür euren Bogen und kommt so auf die andere Seite. B. Ihr sprintet durch die Lava und versucht so euer Glück. Oder C. Ihr schreit um Hilfe. Pausiert das Video und schreibt's jetzt in die Kommentare. Richtig ist Antwort A. Ihr nutzt euren Bogen, um auf die andere Seite des Beckens zu kommen. Dafür verzaubern wir unseren Bogen mit Schlag 2 und geben ihm zusätzlich die Unendlichkeitsverzauberung, damit wir beim Üben nur einen Pfeil brauchen. Wenn man nun mit dem Pfeil nach oben in die Luft schießt und dann in den nach unten kommenden Pfeil springt, wird man durch die Schlagverzauberung mehrere Blöcke gestoßen. Nummer 9. Ah, diese doofen Creeper gehen euch auch auf die Nerven. Zeit ist ihnen heimzukommen. Zahlen. Dafür platziert ihr zwei Stufen so, baut dann zwei Blöcke hier hin, damit ihr die nächste Stufe so herum aufstellen könnt. Das macht ihr auch auf der anderen Seite. Perfekt. Jetzt graben wir hier ein Loch, setzen dort ein Mauerstück ein und verdecken es mit einem Teppichstück. Ein weiteres Mauerstück setzt ihr anschließend so in die Luft und spawnt dann einen Creeper. Denn den können wir mit der folgenden Methode zum Beispiel in unserem Haus ausstellen. Und damit er bei Tag nicht despawnt, bekommt er noch ein Namensschild. Wie nennen wir ihn denn? Abonnieren. Denn das soll solltet ihr jetzt auch alle tun, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns zu verpassen. So, hallo Mr. Creeper, hier ist der Namensschild. Super, der Creeper heißt jetzt Abonnieren. Damit die Illusion perfekt wird und der Creeper auch nicht abhaut, werden wir den Creeper jetzt in Glasblöcken schieben. Dafür setzt ihr hier einen Pisten, nehmt einen Glasblock und aktiviert das Ganze mit einem Redstone-Block. Und das macht ihr dann nochmal. Super, jetzt könnt ihr den Rest abbauen, oben noch mit Stufen alles verschließen und fertig ist eure eigene Creeper-Ausstellung. Nummer 10. Ihr könnt euch ohne Mod in Minecraft unsichtbar machen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Enderperle und einen Kaktus in der Nähe. Da ist ja einer. Wenn ihr nun vor dem Kaktus steht und die Enderperle auf den Boden werft, landet ihr quasi im Kaktus und seid deswegen für kurze Zeit unsichtbar. Wieso kurze Zeit? Das Ganze tut trotzdem ziemlich weh. Deswegen empfehle ich das Ganze wirklich nur kurz zu benutzen oder sich mit einem Trank der Heilung und wirklich guter Rüstung auszurüsten. Nummer 11. Jetzt bauen wir mit einem Trick eine unendlich lange
eine Blitzfarm. Hierfür setzen wir einen Redstone-Verstärker so den anderen entgegengesetzt und platzieren ringsherum viermal Redstone. Daneben setzt ihr einen Sticky-Piston, setzt darauf einen Schleimblock und einen Blitzableiter. Dann verbindet ihr das Ganze miteinander und setzt auf den Blitzableiter noch einen Block. Aber das war's noch nicht. Jetzt machen wir uns an einem Amboss einen Dreizack mit der Verzauberung Entladung. Habt ihr das erledigt, schießt ihr eure Dreizacke in den Block über den Blitzableiter immer an dieselbe Stelle. Top, das sollte passen. Mit einer Redstone-Fackel schiebt ihr das Ganze nun zusammen, zerstört den einzelnen Block, sodass die Dreizacke in den Blitzableiter fallen und wartet, bis es gewittert. In unserem Fall verschnellern wir das Ganze mal eben so und so mit zwei Befehlen. Perfekt, Leute, es gewittert schon. Wenn wir nun die Redstone-Leitung einmal aus- und wieder anmachen, wird ein Blitz angezogen und es entsteht eine endlose Kettenreaktion. Schaut euch mal diese gewaltige Blitzfarm an. Wie krass ist das denn? Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt, schaut euch hier unbedingt direkt das nächste Video an und lasst uns gerne ein Like da. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.